Leipzig heute und man, ich glaube, man hat es gehört an der Stimmung, tolle Atmosphäre hier und wir sind alle glücklich, dass es so verlaufen ist. Von daher, 3-0 ist natürlich deutlich. Von den Chancen her fand ich es auch angemessen. Auch wenn Bayern es natürlich nicht schlecht gemacht hat. Die haben uns hier unter Druck gesetzt und den Ball sehr gut laufen lassen. Aber es war schon ein schwieriges Spiel trotz allem. Wir haben halt in der Anfangsphase halt schon unsere Probleme gehabt. Dank der Unterstützung der Zuschauer an den Rängen haben die uns halt dahin gebracht, dass wir mutiger sind, dass wir etwas früher anlaufen bzw. halt komplett anlaufen. Wo wir die ersten Viertelstunde hatten wir ein bisschen Probleme reinzukommen. Sie haben gut kombiniert, hinten gut rausgespielt, haben keinen Zugriff gehabt. Und dann halt 1-0 nach der Standardsituation, das war die Türöffner. Sehr befreiend, weil kurz vor der Halbzeit, perfekter Zeitpunkt, war natürlich auch ein schönes Tor. Gerade weil die erste Halbzeit nicht so einfach war, wie wir uns das gedacht hatten. Deswegen super Zeitpunkt, super Tor, passt. Dann hat er einen Haken gemacht und dann halt mit dem Links abgeschlossen, wobei sein rechter Fuß der eigene Stärke im Fuß ist. Schön, wenn wir aufs Tor schießen, dann können halt solche Tore passieren. Leon macht das auch im Training jedes Mal, haut er die Dinger in den Winkel oben rein. Er muss viel öfter schießen, auch mit einem schwachen Fuß, wie er den reinhaut, ist eigentlich unglaublich. Und ja, ich hoffe, er trifft jetzt weiter so. Ich denke, es ist die Wiese auch in Zukunft halt. Wenn wir eine Chance haben, aus 20, 22, 23 Metern zu schießen, dann sollten wir es auch tun. Ja, die zweite Mannschaft wollte spielen, das hat man heute gesehen. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt, auch wenn nicht jedes Pressing dann auch gelungen ist und wir dann überspielt wurden. Aber da sind wir ganz schnell wieder hinter den Ball gekommen und durch unsere Laufarbeit haben wir heute das Spiel gewonnen. Das ist das Schöne. Keiner macht den Vorwurf, dass er daneben geschossen hat. Das kann passieren, das passiert. Es war wichtig, dass wir halt die gesamte Mannschaft das Ding halt für ihn so ein bisschen retten. Er ist ein ganz wichtiger Spieler von uns, das weiß er auch. Und er genießt unsere Unterstützung, wenn er halt super gegen den Ball arbeitet. Ist abgehakt, also gehört dazu, dass man mal einen Elfmeter verschießt. Aber dafür sind wir ein Team, die Jungs haben mich aufgebaut. Und ja, bin jetzt einfach nur froh, dass wir das Ding gewonnen haben hier. Und dass so ein Elfmeter nicht reingeht, das ist gar kein Problem. Dafür haben wir andere Chancen, die haben wir heute genutzt. Ja, die Jungs gehen halt voraus, die machen das auch im Training. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, dass da wirklich in jeden Zweikampf reingepowert wird, hinterhergelaufen wird. Und ich denke, ja, das kommt, weil die Jungs das eben machen immer wieder und mich da mitziehen. Weitermachen und genießen. Also wir spielen einfach zurzeit einen guten Ball, finde ich. Sehr effektiv, sehr erfolgreich. Und das ist auch egal, ob Bayern München kommt oder jeder andere Gegner. Wir wollen halt gewinnen. Es ist egal, wer das ist, ohne respektlos zu sein. Wir wollten das Heimspiel gewinnen und das haben wir gemacht. Und jetzt haben wir aber schon wieder eine Aufgabe am Samstag gegen Unterhaching, ein schweres Auswärtsspiel und darauf bereiten wir uns jetzt vor. Super, vier Spiele von uns, auswärts immer einen Punkt mitnehmen, das ist gut für uns. Jetzt gegen Unterhaching wollen wir natürlich wieder auf den Sieg gehen. Wenn es dann ein Punkt ist, sind wir auch zufrieden, aber wir gehen auf Sieg wieder, wie jedes Spiel. Und das hat man, denke ich, heute auch gesehen, dass wir da voll auf Sieg gegangen sind. Auch wenn es am Anfang schwer war, viel hinterhergelaufen, aber da beißen wir uns in jedes Spiel rein und finden dann Lösungen. Das wird ein schweres Spiel, das wird auch wieder viel Laufarbeit für die Mannschaft. Aber wie ich schon gesagt habe, wir brauchen uns vor gar keinem Gegner verstecken und wir versuchen auch gegen Unterhaching zu gewinnen. Es gibt natürlich nochmal Selbstvertrauen und einen Schub, sage ich mal. Aber ja, was heißt wichtig? Es ist natürlich ein gutes Gefühl, ein gutes Gefühl zu einer Spitzenmannschaft, in dem Wissen, dass du denen auch wehtun kannst und die auch schlagen kannst. Vielen Dank für eure Zuschauer nach Hause. Erstmal morgen analysieren, das Spiel analysieren heute, von heute. Dann am Dienstag geht unser Fokus komplett auf Unterhaching. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Mannschaft, spielerisch starke Mannschaft, gerade halt zu Hause. Ähnlich starke spielerische Mannschaft wie halt Bayern München 2. Haben mit Schwenke da vorne schon mit dem Schwenke ein, die Geige offensiven Kräfte, die halt wirklich sehr, sehr, sehr gut sind. Wir müssen halt die Woche halt richtig gut arbeiten, wenn wir halt dort bestehen wollen.
jeden Fall ein bisschen feiern, aber nicht zu viel, weil eben es sind nur 6 Tage bis zum nächsten Spiel und wir wollen gewinnen, wollen weiter dranbleiben und ja, werden dann ab morgen wieder hart arbeiten. Hey, 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 hey.